Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen. Die Kamera rutscht. Kannst du nicht rutschen? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstag Nacht. Ich sehe aus wie der letzte Heckenpenner. Ich habe seit Ewigkeiten, genauer gesagt seit L.A., nicht mehr gevloggt. Und vlogge jetzt, weil es geht nach New York. Yay! Es war ja... Wow! Alles ein bisschen crazy dieses Jahr. Diese Urlaube waren ja alle gar nicht geplant. Und jetzt geht irgendwie super viel ab. Ich freue mich tierisch. Kurz zur Info, ich fliege mit Christina nach New York. Also diesmal mit Christina alleine. Für 4 Tage, beziehungsweise 5, also 4 Übernachtungen. Und ja, jetzt gleich geht's los. Es ist super crazy. Und ich dachte, ich vlogge jetzt einfach schon mal ein bisschen, weil ich habe mit Sicherheit einiges, was ich euch erzählen kann. Gestern habe ich zum Beispiel meine Haare gefärbt und auch ein bisschen schneiden lassen. Jetzt sieht es natürlich katastrophal aus. Ich habe die offensichtlich nicht gestylt. Aber ich wollte, dass die hier so ein bisschen kürzer sind, weil ich halt super oft so Zopf trage auf der Arbeit. Und dann wollte ich, dass die so ein bisschen rausfallen. Und jetzt werde ich die mal ein bisschen stylen und werde schauen, wie das so ausschaut. Ob mir das gefällt. Oh, hier ist irgend so ein Knoten hinten. Dann kam gestern das neue Pokémon raus. Ich habe es heute schon ein bisschen angezockt, aber viel mehr Zeit habe ich jetzt nicht dafür, um das zu zocken. Ich überlege gerade, ob ich hier mal irgendwie versuche, meinen Scheitel noch ein bisschen zu reinigen. Weil der ist irgendwie noch ein bisschen blau vom Färben gestern. Ja, ansonsten, es hat sich tatsächlich einiges ergeben, so in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hinter mir seht, aber fast meine komplette Küche steht hinter mir. Also für alle die, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich habe einen Wasserschaden in meiner Küche. Kurz nachdem ich aus L.A. wiedergekommen bin, hat mein Nachbar von unterhalb mir bei mir geklingelt und meinte, ja, bei ihm tropft es von der Decke. Und ich so, schwierig. Ich glaube, ich muss aber ganz kurz hier drüber föhnen. Sekündchen. Und dann nehme ich immer so einen Wirbel. So, ja, und dann habe ich gesucht. Und hinter meiner Küche, also quasi hinter den Schränken, hinter den Küchenmöbeln, war alles nass. Da ist was ausgelaufen und zwar der Wasseranschluss an der Wand war defekt. Und da ist dann, ja, weiß ich nicht wie lange, so 1-2 Wochen, immer ein bisschen Wasser getropft. Hab dann auch festgestellt, dass meine Wand verschimmelt ist mittlerweile. Es war schön. Jetzt, ich kann euch das gleich mal zeigen, ist meine halbe Küche rausgebaut. Ich hatte jetzt auch die letzten Wochen, also ich glaube 3-4 Wochen jetzt, so trocken, nee, 3 Wochen, irgendwie so, hatte ich da jetzt Trocknungsgeräte drin. Erstmal nur ein normales Trocknungsgerät und dann auch noch eins, was in den Boden ging. Also mir wurden dann so Löcher in den Boden gebohrt, 3 so große. Und da kam dann auch noch so ein Gerät rein, das war richtig laut, das andere war nicht so laut. Ja, die wurden jetzt alle gestern abgeholt. Das heißt, die habe ich jetzt schon mal nicht mehr in meiner Wohnung stehen. Ja, aufregend. Jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass ich mir eine neue Küche hole, weil die Küche, die halt vorher drin war, die ist zum einen so vom Wasser beschädigt, zumindest die eine Hälfte, dass ich die nicht mehr einbauen kann und auch schon so brüchig, dass es halt auch so nicht mehr funktioniert. Also da muss ich auf jeden Fall mir eine neue Küche besorgen. Da habe ich jetzt schon mal die letzten Tage so ein bisschen gestöbert, wie teuer das alles so wäre. Teuer? Also was heißt teuer? Man kann sich natürlich auch Küchen für 50.000 Euro kaufen. Aber ich meine so eher das Günstigste vom Günstigen. Und dann, aber halt, also man kann sich ja einfach so eine Küche kaufen, so eine fertige. Oder die halt selbst planen. Und ich muss die schon selbst planen, weil meine Küche ein bisschen tricky ist. Aber vom Selbstplan quasi das Günstigste vom Günstigen. Was aber für meine, ich habe es mir noch günstiger erhofft. Es ist aber gar nicht so günstig.
Jetzt werde ich angerufen, muss kurz mein Handy holen. Moment. Was geht? Ja, ich frage dich. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall muss ich mir eine neue Küche kaufen. So, das ist jetzt schon mal Fakt. That's not what I planned. Was ist das denn für eine Locke? Ich glaube, ich muss meine Styling-Routine etwas umplanen. Wobei, ein bisschen schwächer wäre nett. Ja, das, was ich jetzt gerade am Telefon gesagt habe. Ich fahre halt heute Nacht nach Frankfurt, weil wir von Frankfurt fliegen, Christina und ich. Christina kommt ja aus Heidelberg, nur mal so als Info. Also wir fahren nicht zusammen dahin. Wir treffen uns in Frankfurt am Flughafen. Und wir haben dieses Rail and Fly oder was auch immer, wie das heißt, wo man Zugtickets mit im Dings drin hat. Und dann habe ich mir einen Zug gebucht, wo ich die ganze Zeit schon dezent abgefuckt war. Weil ich habe halt gesehen, okay, ich muss um 2 Uhr irgendwas den Zug nehmen, muss einmal umsteigen und bin irgendwie 5:30, also morgens dann in Frankfurt. So. Und jetzt habe ich mich da gerade mal ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt. Ich habe generell keine Lust, nachts so unbedingt alleine da durch ganz Deutschland so, aber naja gut, das ist dann halt so. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass ich umsteigen muss in Köln. Ich habe 40 Minuten Umsteigezeit. Und dachte mir so, boah, was ein Scheiß, das hat mich dann schon abgefuckt. Und dann habe ich geguckt, naja, wie komme ich überhaupt in Dortmund zum Hauptbahnhof? Und um die Uhrzeit gibt es einfach keine Verbindungen. Die sind alle nur bis 12:30 und dann ab 3 oder 3:30 oder irgendwie so. Also so, dass ich halt nicht zum Bahnhof komme. Und dann dachte ich, naja gut, dann muss ich halt mit dem Taxi zum Bahnhof fahren, ist dann halt so. Und dann hat mich das alles so unfassbar abgefuckt, weil meine größte Angst ist, wir alle kennen ja die Deutsche Bahn, dass wenn ich dann nach Köln komme, so vorher ist ja noch kein Ding, ne? Wenn ich nicht nach Köln komme, dann fahre ich einfach mit dem Auto. Aber wenn ich dann in Köln bin und dann ist was mit dem Anschlusszug, dann verpasse ich meinen Flieger. Und davor habe ich so Panik, dass ich jetzt alles umgeschmissen habe und einfach jetzt gleich mit dem Auto fahre. Ja, jetzt habe ich mir da irgend so einen komischen random Parkplatz irgendwie 10 Minuten entfernt vom Flughafen gebucht mit so einem Shuttle. Also ich weiß auch nicht, ich hoffe, das klappt jetzt alles, aber dann bin ich immerhin schon mal in Frankfurt. So, genau, jetzt mache ich nur einmal kurz meine Haare, weil nicht jetzt würde ich wunderschön aussehen, aber ich habe hier einfach null gestylt und will wenigstens, dass die so ein bisschen nicht aussehen, als wäre ich, keine Ahnung, hätte ich in eine Steckdose gefasst. Ja, ansonsten, was gibt's sonst noch zu erzählen? Sonst ist eigentlich alles beim Alten. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand ihr jobtechnisch bei mir seid. Ich habe im August, einen neuen Job angefangen in einem Restaurant, 60 Seconds to Napoli. Weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es mittlerweile auch irgendwie 5-6 Mal in Deutschland. Und halt eben in Dortmund. Und da arbeite ich an der Bar. Und habe das halt nur so für ein paar Stunden die Woche gemacht. Weil ich habe ja in der Disco gearbeitet damals, 6 Jahre. Und dann seit Corona halt nicht mehr. Und irgendwie hat mir halt die Gastro so ein bisschen gefehlt. Und Geld ist natürlich auch immer nett. Und dann hatte ich irgendwie Bock und habe mir halt was in der Gastro gesucht und habe dann da angefangen. So. Und nach L.A., also quasi kurz nachdem ich da angefangen habe, wurde mir angeboten, dass ich die Barleitung mache in dem Laden. Das habe ich auch angenommen und bin seitdem dort auf Teilzeit. So. Karev? Alles gut? Das Problem ist, dass das zeitlich alles bei mir nicht hinhaut. Also ich krieg's absolut nicht unter einen Hut. Ich mache da halt mindestens 35 Stunden die Woche und habe halt noch 2 andere Jobs, plus dass ich meine Oma pflege, plus mein Hund. Und naja, eigentlich noch ein Leben. Auf jeden Fall klappt es nicht. Da habe ich mir mal wieder ein bisschen zu viel vorgenommen. Ist ja auch nicht das erste Mal in meinem Leben. Ja, und jetzt habe ich zum 1.12. gekündigt. Meine Überlegung ist jetzt, das sind jetzt voll die Brand heißen News, wobei, wenn ihr das seht, ist ja auch schon wieder eine Woche später. Ich habe jetzt gekündigt und überlege, ob ich
komplett aufhöre oder ob ich vielleicht ja einfach nur wieder ein paar Stunden da bleibe, weil an sich liebe ich es da. Ich liebe meine Kollegen und ich liebe den Job und mir macht es richtig Spaß. Aber dann ist es halt auch immer so ein Zwiespalt, weil meine anderen Jobs sind mir halt irgendwo wichtiger. Und die habe ich jetzt halt komplett vernachlässigt. Und ja, das ist ein bisschen blöd. So, das sind gerade so ein paar Gedanken, die so in meinem Kopf rumschwirren und ich da noch nicht so richtig weiß, wie ich das handhaben werde und wie das in Zukunft weitergeht. Oh, Christina geht jetzt noch schlafen, die ist ja geisteskrank. Ja gut, die muss auch später los. Wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, ich muss 2.45 Uhr los. Es ist jetzt gleich 0 Uhr. Christina muss erst um 4 Uhr los. Oder irgendwie noch später sogar. Ja, das geht. Okay. Ja, so viel zu meiner beruflichen Situation. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder mehr Zeit in Instagram. Bis bald am Terminal 1 Richtung New York. Ich werde bald auch wieder mehr Zeit in mein Social Media Zeug investieren, Thermomix und sowas, weil das fehlt mir wirklich extrem. Und ja, das möchte ich wieder ändern. Also so sieht's da bei mir aus. Küche habe ich euch geupdatet. Mit Caref ist alles super. Oh, die Haare fühlen sich so gut an nach dem Färben. Scheiße, ich wollte Handschuhe angezogen haben. Seht ihr? Die waren gerade noch weiß und jetzt sind die so ein bisschen blau. Also jetzt kriege ich die bestimmt noch sauber, aber nach so zwei, dreimal Haare machen, sind sie blau. So, ich glaube, Glätteisen ist ready. Habe ich alles geglättet? Ich habe hier immer so Krisselhaare. Was gibt's denn sonst noch? Es gibt mit Sicherheit noch super viel zu erzählen, aber weiß ich auch gerade nicht. Jetzt mache ich mir mal einen Zopf, um einmal zu gucken. Aber was ist denn hier? Warum ist denn hier keine Locke? Einfach so random Haare. Und das hängt sich dann noch aus. Okay, das ist eigentlich süß. Also wenn das jetzt nicht so stark ist, sondern sich das noch ein bisschen ausgehangen hat. So in 5 Minuten. Dann ist das cute. Muss ich hier auch nochmal irgendwas locken? Ja, scheint so. Hä? Wo kommen denn diese Haare her? Ich habe doch alles gelockt. Verstehe ich nicht. Ja, naja, zurück zu New York. Es geht jetzt auf jeden Fall nach New York. Das haben wir zusammen mit L.A. gebucht. Es war eigentlich geplant, nur nach New York zu fliegen, weil das irgendwie schon immer Christinas größter Wunsch ist. Und dann dachten wir uns, naja, komm, wir machen das dieses Jahr, weil es ist einfach für uns der beste Zeitpunkt. Und es war auch verhältnismäßig echt günstig. Und dann dachten wir uns, na komm, dann machen wir das. Und L.A. kam dann halt irgendwie so spontan als Schnapsidee dazu. War aber absolut der wirklich geilste Urlaub. Ich liebe ja L.A. und es war einfach traumhaft. Für mich ist New York, auch wenn es jetzt gleich schon losgeht, aber immer noch so weit entfernt, weil ich noch so mit meinem Kopf überall anders bin. So bei der Arbeit und ach, was weiß ich nicht was. Ich bin überall, aber nicht in gleich New York. Naja, auf jeden Fall fliegen wir jetzt gleich Sonntagmorgen quasi von Frankfurt nach New York. Wir haben einen Direktflug und bleiben, also wir haben dann quasi Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Donnerstagabend fliegen wir zurück und Freitag früh landen wir dann wieder in Deutschland. So der Plan. Und jetzt habe ich euch einmal geupdatet, was so mein Leben angeht. Und werde euch dann komplett in New York mitnehmen. Und ich denke danach, so im Dezember, werde ich dann vielleicht auch wieder vloggen. Also ich glaube nicht so daily oder irgendwas, aber vielleicht wieder weekly. Oder ich gucke einfach mal, wie es sich so ergibt und wie ich wieder reinkomme und wie auch das Feedback von euch ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Bock darauf habt. Und falls ja, dann lasst es mich bitte wissen. Also irgendwie Kommentare oder irgendwas, so dass ich das sehe. Weil ihr wisst ja, dass ich immer noch so ein bisschen struggle mit YouTube, weil das halt so zurückgegangen ist und man so wenig Feedback bekommt. Und YouTube ist halt wirklich von allem Social Media Zeug mit am alleraufwendigsten. Und deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, gebt mir bitte Feedback, damit ich das weiß. Und so, ich vergesse, was ich noch sagen wollte. So, jetzt muss ich auf jeden Fall gleich noch meinen Koffer zu Ende packen. Hier sieht's aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich zeige euch mal meine wunderschöne Küche. Moment. Man könnte meinen, ja, hier ist ein bisschen unaufgeräumt, aber theoretisch alles super. Kannst du fokussieren. Hier steht halt alles rum. Aber hier ist einfach Küche not existent hier. So alles einfach weg. Hier haben die komplette Wand aufgerissen. Ist aber jetzt wieder zu. Haben das schon alles wieder fertig gemacht.
Hier war dann alles, also die Wand war voll mit Schimmel, ist aber auch schon wieder alles ready und haben die auch schon wieder verputzt. Oder was auch immer die gemacht haben, keine Ahnung. Das wird jetzt noch tapeziert, wenn ich aus New York wieder da bin. Und dann ist soweit alles ready. Dann brauche ich halt nur eine neue Küche. Dann seht ihr hier diese diese Löcher im Boden. Hier zwei und hier eins. Da war dann dieses Trocknungsgerät drin. Und ja, so ist der wundervolle Stand der Dinge. Und dann sieht es hier auch katastrophal aus. Hallo, mein Schatz. Hallo. Was ist denn? Jo. Krieg ich ein Hand? Oh, danke. Handvoll. Koffer ist soweit gepackt. Da kommt jetzt nur noch mein Kosmetikkoffer rein. Kiref ist auch versorgt für die Zeit, die ich da bin, weg bin. Und was wir vielleicht machen könnten, ich habe hier noch eine Box stehen. Macht eigentlich Sinn, die vor dem Urlaub noch auszupacken, oder? Wollen wir das mit in den ersten New York-Vlog reinnehmen? Komm, machen wir. Hier steht übrigens auch mein Thermomix. Das ist nämlich meine Küche. Das Gute am Thermomix ist ja, dass ich den überall nutzen kann. Und deswegen ist es, also es ist schon kacke mit der Küche. Aber durch den Thermomix, das sieht gut aus, hier steht auch mein Müll, ist es nicht ganz so dramatisch, wie wenn ich keinen hätte. Weil dann müsste ich einfach for real jeden Tag dreimal Essen bestellen, so ungefähr. Aber so kann ich trotzdem noch kochen. Und es ist okay, ich muss halt im Wohnzimmer kochen. So, das ist keine normale Brandus-Box, das ist die Winterzauberbox. Und vielleicht finde ich ja hier noch was Nettes für die Fahrt oder für den Flug. Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt sehr schon, was hier oben drauf liegt. Okay, wir haben hier den Flyer. Das haben wir, das habe ich mir sogar letztens noch selber gekauft. Richtig geil. Also so eine Kinder-Happy-Moments-Mischung mit verschiedenen Kinderprodukten. Super geil, also wirklich super geil. Dann haben wir Softcakes mit Bratapfel. Da scheiden sich ja die Geister bei diesen Softcakes. Ne? Aber ich mag die tatsächlich ganz gerne. Bratapfel weiß ich jetzt nicht so. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, was soll der Geiz? Vielleicht nehme ich die auch gleich mit ins Auto und kann die dann so snacken. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht herausschmecken, dass es Bratapfel ist. Schmeckt halt einfach so Gelee-mäßig. Aber es ist ganz geil, also ist okay. Dann haben wir so Saatendinger. Finde ich jetzt nicht so besonders. Von Dr. Oetker. My Sweet Table. Kuchenkugeln. Prinzipiell geil, aber die sind mit Rum. Also diese Rumkugeln mit Schokolade überzogen. Das finde ich nicht so geil. Dann haben wir Organics by Red Bull Simply Cola. Die mag ich nicht so gerne. Also... Oder ist das dieses Red Bull Cola oder ist es nochmal was anderes? Weil Red Bull Cola mag ich nicht, aber dieses Simply Cola, könnte das was anderes sein? Das muss ich ausprobieren. Könnte ich eigentlich jetzt, oder? Weil ich bin ja jetzt noch super lang wach. Ich werde mich ja jetzt nicht nochmal hinlegen für 2 Stunden. Oder? Nee. Vielleicht zocke ich einfach noch Pokémon. Oder ich gucke die neue Staffel Elite. Oh mein Gott, habt ihr... Love is Blind Season 3 geguckt. Das wäre ja, wenn es exakt dieses Format in Deutschland geben würde, Love is Blind, ich würde sowas von mitmachen. Wirklich, ich finde das genial. Ich glaube, das könnte tatsächlich anders sein als Red Bull Cola. Ja, das ist lecker, das schmeckt nach Cola. Weil ich finde dieses Red Bull Cola, aber dann ist da wahrscheinlich auch kein Energy drin. Also, Koffein, ja, durch die Cola, aber nicht Energy. Ja, ich glaube schon. Ich finde, dieses Red Bull Cola schmeckt so nach Jägermeister oder Hustensaft. Das ist lecker. Okay, was habe ich jetzt gerade erzählt? Love is Blind. Oh, super. Alexa und Brandon. Traumpaar. Habe ich geliebt. Habe gesuchtet. So, dann haben wir... Was ist denn das? Sieht aus wie von dieser Pamela Reif. Ne, ist aber nicht. Ist von Niceria. Ist das nicht die neue Box von denen? Crunchies. Erdnüsse in Vollmilchschokolade mit gesalzenem Karamell. Ach, ich stehe ja nicht so auf salty Caramel. Caramel. Ach so, ich bin übrigens immer noch ein bisschen krank. Ich war vor 1,5 Wochen irgendwie crank. Dachte, ich kuriere mich dann das Wochenende aus. Also letztes Wochenende. 2 Tage. Naja, hat offensichtlich nicht geklappt. Und seit gestern geht es mir auch wieder schlechter. Naja, dann haben wir Bio-Rotkohl. Geht immer, aber mache ich auch eigentlich auch lieber komplett selber im Thermomix, aber naja. Dann haben wir eine Butter oder Margarine. Random, aber okay.
okay. Oh, dann haben wir was drin, was gar nichts mit Essen zu tun hat. Und zwar von Santé Naturkosmetik. Eine feste Balance Duschpflege. Würde ich jetzt tatsächlich direkt einpacken für meine Reise. Aber habe ich schon mit sowas von irgendeiner anderen Marke, keine Ahnung. Aber finde ich super für Reise. Also ich habe nur feste Produkte mit. Also ich habe feste... Ah, mir fällt gerade auf, ich muss noch einen Lappen einpacken. Also so einen Abschminklappen. Ich habe festes Shampoo, fester Conditioner, feste Körper... Boah. Duschzeug und festes Abschminkzeug. Ich kann nicht mehr sprechen. Dieser Vlog wird einfach intens lang und die Reise ist noch nicht mal losgegangen. Dann haben wir alkoholfrei Matthäus Müller Sekt Kellereien. Naja, trinke ich nicht, weil es wird nach Sekt schmecken und ich finde es ekelhaft. Okay. Und ich glaube, ein Produkt haben wir noch. Yes. Puck, Punsch, Kirsche, aber mit Alkohol leider. Ja. Also die ersten Produkte waren richtig geil und danach hat es für mich so ein bisschen nachgelassen. War aber in Ordnung. So und jetzt, ich überlege übrigens auch, bezüglich jetzt, ich habe gerade an Pokémon gedacht, ob ich gleich zocke. Ich überlege auch, ob ich nach dem Urlaub wieder auf Twitch aktiv sein werde und da ein bisschen zocken werde. Oder was auch immer machen werde. Da hätte ich nämlich Bock drauf. Ja. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, nehme ich euch gleich mit, wenn es losgeht, nach Frankfurt und dann nach New York. Und dann hoffe ich, dass wir fit sind, weil wir landen 11.15 Uhr in New York und haben dann theoretisch noch den ganzen Tag. Schauen wir mal. Ich freue mich. So. Ich hake jetzt einfach mal dieses ganze... Ich habe keinen Bock auf diese Fahrt und habe jetzt alles umgeschmissen und zahle jetzt viel mehr Geld. Thema ab und freue mich jetzt einfach auf New York. So, bin ready. Dachte, ich mache mir jetzt einen Zopf für die Fahrt. Ich bringe jetzt einmal Marvin, Karef zu Marvin. Ich habe mein Travel-Outfit an. Ich habe, das ist neu, das ist mich von Oceans Apart. Das ist, keine Werbung übrigens, so ein Samt-Ding. Dann habe ich dazu die passende Hose an, das ist so bequem. Unten drunter habe ich mein In-N-Out-Shirt und dann noch ein Oceans Apart-Bra. Den würde ich eigentlich weglassen, aber irgendwie stört er mich gerade nicht. Weil eigentlich bin ich ja immer ohne BH unterwegs. Wobei, vielleicht ziehe ich den sogar noch aus. Warum, also warum habe ich einen BH? Keine Ahnung. Dann ziehe ich noch eine Winterjacke an. Dann habe ich Koffer gepackt, Zeug für Craft, mein Rucksack. Ja, und dann geht's jetzt los. Bin angekommen in Frankfurt, sitze jetzt im Shuttle zum Flughafen. Und dann ist erstmal das Gröbste geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Yonessa. Ich habe schon angefangen zu vloggen. Wie sagst du immer? Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Ich will euch was zeigen, kommt mal mit. Na, komm. Also, gerade sage ich noch, ich höre mich nicht gerne und ich sehe mich nicht gerne auf Videos und ich gleich, ha, gib mal die Kamera her. Aber ich will euch was Witziges. Ich will mich nicht anschauen. Ich will euch, genau, ich guck meine eigenen Videos, Teile nicht an und dann ist auch nicht so schlimm. Und ihr könnt auch weiter skippen, wenn ihr mich nicht sehen wollt. Aber was ich euch Witziges sagen will, ich will jetzt nicht über Füße reden, aber irgendwie schon. Mein kleiner Fuß, der hat einen sehr kleinen Fußnagel. Und David hat immer gesagt, dass es gibt so ein Flugzeug, das so ein bisschen bucklig aussieht und das sieht aus wie mein Fußzeh, beziehungsweise mein Fußzeh sieht aus wie ein Airbus. Und den will ich euch jetzt zeigen, mit dem fliegen wir nämlich auch. Und zwar seht ihr das, also so in Relation, Fußzeh und die Fensterscheiben, mein Fußnagel. Exakt so ist mein Leben mit meinem kleinen Fußzeh. Wie dem auch sei, mit dem Flugzeug fliegen wir nach New York. Wohin geht's? Mir ist nur Falafel gerade aus meinem Brötchen gefallen. Ja, aber da fliegen wir nicht hin. Wohin fliegen wir? New York. Also der Luca macht da mehr mit. Beim Zähneputzen macht er immer New York. New York. Genau so. Okay, tschüss. Bis bald mal wieder. Schmeckt's eigentlich? Ja. Dein überteuertes Essen? Hm. Alter, ich habe für eine Brezel und ein Wasser 10 Euro ausgegeben. Aber wieso habe ich auch 10 Euro ausgegeben? Weil du ein kleines Getränk hast und ich habe eine große Bottle Water. Okay, jetzt aber tschüss.
wollte auf jeden Fall noch sagen, dass wir alles geschafft haben. Wir sind durch die Security durch, Check-in und so weiter und so fort. Und es ist jetzt 7 Uhr. 8.20 Uhr fliegen wir. Das heißt, allzu viel Zeit ist nicht mehr. Ich esse jetzt mein veganes Falafelbrötchen. Und dann geht's los. Hallo, meine Mama. Wollt ihr mal sehen, wo es hingeht? Guck mal, hier. In New York. Gut gemacht. Wir fliegen übrigens mit Singapore Airlines. Und im Vergleich zu Condor letztes Mal, da liegen Welten dazwischen. Was ist denn hier für ein Loch? Guck mal. Das Wimper, die ich hier ausgeschätzt habe. Oh toll. Du hast alles kaputt gemacht. Also, aber wenn du mich anschaust, sieht es nicht so aus. Aber in der Kamera. Lügenbaron. Hä, guck mal, hier stimmt auch was nicht. Ich habe eine Wimpernbürste dabei. Ich auch. Naja, jedenfalls fliegt nicht mit Condor. Fliegt mit allem anderen. Ach, leck mich doch. Das ist auf jeden Fall unsere Overview. Was haben wir dann noch? The Preview. The Midflight. Ja, aber das interessiert mich tatsächlich. Was genau? Wo wir drüber fliegen. Ja, wirst du ja gleich sehen. Kelsterbach. Genau da. Guck mal, hier kannst du auch aus dem Fenster schauen. Wo? Da. Das ist kein Windows-Bild. Steht aber. Ja, aber vielleicht kommt es noch. Ich hätte gerne mal so die Ansicht, die der Cockpit hat. Der Mensch, der fliegt, der, du weißt schon, wer der... Der Pilot meinst du? Yes. Pilotmann. Wow, cool. Ey, aber guck mal, das fliegt ziemlich direkt. Gerade. Wie meinst du? Also, nichts passiert. Wir sind ja über Los Angeles und wir sind voll der Bogen geflogen. Das macht der nicht. Ach so, meinst du? Yes, du meinst du. Kein Bogen. Santo Domingo. Einfach so. Crazy. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Übrigens, 3 von 3 Stewardessen und Stewards haben mich auf meine Haare angesprochen, dass die sehr schön sind. Kannst du einfach bitte pünktlich sagen, dass das deine Naturhaarfarbe ist? Gerne, ich bin so geschlüpft. Ja. Oh, nice! Thank you. Geil, 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 geil.
Kurz zu zeigen, wie wir den Zeitraffer gefilmt haben. Ich habe die Kamera gehalten mit Christina in meinen Armen. Teamwork makes the dream work. Ist so. Wir sind gelandet. Ja, ohne Hochhäuser leider. Und ich hatte übel Nasenbluten vorhin. Auch ohne Hochhäuser. Ohne Hochhäuser. Leute, wir haben es geschafft. Ich sag's euch, das war eine Tortur. Wir sind jetzt vor knapp 3 Stunden gelandet. Und in Amerika ist es super oft so, dass man vor diesem Check, wie heißt es? Control. Ja, Border Control. Einreise. Muss man super lange warten. Wir sind da angekommen und da stand so erwartete Wartezeit 60 Minuten. Wie lange standen wir da jetzt? Wir haben die 6 Verkehrsrunden hingestellt. Also locker 90 Minuten. Ja, Minimum. Dann haben wir schnell unsere Koffer geholt und dann hatten wir so ein bisschen Probleme mit uns. Also wir hatten halt Transfer zum Hotel mit, also wir haben so ein, ist es eigentlich wie Pauschalreise, ja, oder? Genau. Im Reisebüro gebucht. Also Flug, Hotel und Transfer, alles zusammen gebucht. Und dann haben wir da gerade mal nachgelesen. Ich mal kurz euch mit Stitches Fuß reinigen, wie das abläuft. Und dann stand da, dass wir da anrufen müssen. Und haben jetzt mehrmals angerufen und standen so lange gerade draußen und es ist so kalt. Es ist 3 Grad, aber Wetter-App sagt gefühlt -3 durch den Wind und es ist richtig starker, kalter Wind. Und haben uns jetzt den Arsch abgefroren. Aber jetzt hat es endlich geklappt und jetzt sitzen wir im Transfer-Auto-Gerät und fahren jetzt zum Hotel. Unser Hotel ist im Financial District. Ja. In der Nähe vom 9/11 Memorial. Ja. Freut mich. Und in jetzt der immer Nähe so, von der Börse. Machen wir es jetzt immer so, dass ich es jetzt anfange und du sie beendest. Mhm. Das fände ich schön. Das machen wir genauso. Ich habe richtig Hunger mittlerweile. Ich freue mich, dass wir dann, wenn wir dann mal im Hotel angekommen sind, dass ich denke mal, dann ziehen wir uns vielleicht um und gehen essen, oder? Ja, das denke ich auch. Das klingt echt zauberhaft. Nach dem besten Plan. Ja. Und jetzt fahren wir erstmal rein da. New York. Look at the traffic down there, ma'am. Yeah. Oh. Imagine. It's Sunday. Yeah. Da, guckt euch das an. Ich fühle mich zurückversetzt nach L.A. In Germany we have also that much traffic on Autobahn. On Autobahn. Oh my god, Autobahn? You have traffic also, ma'am? Yes. Hallo, ein Foto? Ja. Wovon? Ist auf jeden Fall meine Stiefel. Wir sind im Hotel angekommen, endlich. Die Fahrt hat unfassbar lange gedauert, aber jetzt sind wir da. Und ich gebe euch eine kleine Roomtour. Wir sind im 20. Stock von, wie viel, 50? 50, ne? Ja, so irgendwas um die 50. Ja, das ist unser Zimmer. Wir haben uns hier schon, breiten uns hier schon aus. Bett. Naja, das war's. Warte mal. Aber halt vollkommen ausreichend. Ich zeige euch die Aussicht. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Los. Ach hey, ja, Höhenangst. Haha, schön. Fabelhaft. Ja, that's what it looks like. Hier ist unser Bad. Habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ich habe original noch gar nichts angeschaut. Ja. Das WLAN-Passwort. Das ist richtig. Ja. Was machst du da? Nägel fallen? Ja, ich habe doch eine Kante gehabt. So alte Kante. Ja, jetzt ziehen wir uns um und gehen essen. Was auch sonst. Hallo, wir sind jetzt 2 süße Zuckermäuse mit 2 süßen Stirnbändern. Und wir werden jetzt New York unsicher machen. Bereit? Achtung! Du musst noch. Da läuft die Frau zu ihrem Starbucks. In New York?
in New York. Achtung nochmal. Schön machst du das. Schaut mal, wir haben uns gerade was bei Starbucks geholt. Und hier ist so ein kleiner Christmas Market und so überall so schöne Lichter. Und die ganzen Hochhäusis. Und das Alter. Uff. Jesus Christopher. Und jetzt gehen wir zu Shake Shake. Traurigerweise muss ich euch sagen, es ist kein In-N-Out-Burger. Schade. Aber okay. We will have a look. Like, Shake Shake. Yes. Ja, gut. Sollen wir live? Okay, mach du zuerst Taste-Test. Ich taste-teste die Limo. Oh, die ist ohne Kohlensäure. Ja. Also, wenn man von In-N-Out kommt, kann er nicht mitstinken. Mhm. Aber generell ist er echt gut. Ja? Mhm. Ich habe übrigens ein Veggie, das ist Pilz. Portobello-Masch. Portobello-Masch. Mhm. Aber jetzt erstmal Cheese Fries. Toll, die ist schon toll, die geht kaputt. Burger. Voll geil, dass sie das so frittiert haben. Mhm. Aber krass, der ist gefüllt, der Pilz. Mit Käse. Mit Käse. Aber geil. Ach du Scheiße. Lady. Bitte? Should I take a picture of you, Lunge, junge Lady? Lunge Lady? Wir gehen jetzt über der Brooklyn Bridge. Ich weiß nicht, ist das hier schön? Für Picture? Nee, wir gehen weiter. Ja, ja. Aber Shows sind schön. Schaut. Oh, Fokus. Der Himmel ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist auch schön. Das ist alles schön. Du bist schön. Danke. Ja. Bitte. Ja, Mann. Nummer 1, Mom. Krass, wie hell. Schau mal, wie hell das in der Kamera ist, der Himmel. Ja. Krass, ne? Ist eigentlich dunkler. Dunkler. Wir gehen jetzt hier zum One World Trade Center. Zum 9/11 Memorial. Paparazzi! Paparazzi. Brazzo. Paparazzi. Das sieht so schön von dir aus. Zeig. Hab schon weggebracht. Schade. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man das von hier sieht, aber dieses Gebäude sieht aus, als wäre das der Kopf. Oh Mann, von hier sieht man das nicht, aber gerade hat man das voll gesehen, als wäre das der Kopf und dann wäre das wie so ein Igel oder so ein Stachelschwein. So sieht es aus. Das ist schon krass imposant. Hast du imposant? Was? Hast du imposant? Was hab ich? Imposant? Nein. Was hab ich? Oh, das ist einfach so heftig. Hier, wo die beiden Türme standen. Das ist so krass. Da stehen noch die ganzen Namen. Und da hinten ist das zweite. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt. Ich nuschel in meine Jacke rein und es ist windig und kalt. Halleluja. Wir sind im Italy. Das ist so enorm riesig und man kann hier essen und oh mein Gott, alles Mögliche. Boah, es ist so riesig hier. Hier kann man sich Pizza, Pasta machen lassen.
Da sind Cannoli, da werde ich mir auf jeden Fall gleich was mitnehmen. Crazy. Und das geht da, ich weiß gar nicht, das geht noch so weit. Halleluja. Und da auch 500 Meter lang. Oh mein Gott. Halleluja. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.